Okay. Wir brauchen hier den Serpent-Stuff. Ich renne nochmal rein, natürlich. Wie gesagt, wir brauchen hier den Serpent-Stuff, um dem... ich muss den zweimal... Oh Gott, ich glaube, ich bin mal tot, wenn ich das hier richtig sehe. Also wenn die 7 da mein Leben anzeigt, dann bin ich jetzt tot. Ah ne, wir kriegen doch keinen Fallschaden. Alles klar. Und hier ist alles kaputt. Wunderbar. Jedenfalls, ich war immer noch dabei zu erzählen. Genau, wie gesagt, MSX. MSX, hier. Wir haben eine MSX dabei, wenn wir ein MSX-Fanatiker sind. MSX ist eine... Ich sag mal, veraltete Computerkonsole, für die es Spiele gab, wie für Super Nintendo oder sowas, wo man... Warte mal, da gab es was zu lesen, ne? Aber egal, warte mal. Ich erkläre das nochmal kurz, bevor ich da jetzt wieder reingehe. Wow, er rennt einfach rein. Okay. Jedenfalls, ich peitsche die Frau aus. Und ich renne schon wieder da rein. Warum renne ich da immer rein? Und wieso ist mein Gamepad so dreckig? Aber auch egal. MSX, dafür gab es halt Spiele ungefähr so wie für die Super Nintendo, dass man da halt diese Karten hatte. Ich glaube Cartridge hießen sie. Und für dieses Spiel, für die MSX hießen die Dinger ROMs. Und wir können in diesem Spiel, haben wir eine MSX dabei und in der Ruine können wir diese ROMs finden, mit der wir dann später teilweise lustige Sachen machen können, bla bla, irgendwo hin teleportieren und so weiter. Wenn man die irgendwie kombiniert, was glaube ich nirgendwo angezeigt wird, wie man die kombinieren könnte. Ich musste hier noch die E-Mail lesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie ich das mache. Ach so, alles klar. Config. It's me. Good morning, Sunshine. Was bist du denn? Dear Professor Lamasa, it's me. I decided I should give this E-Mail thing a try. I bet you are still wandering around the village. As a warm up before going into the ruins, why don't you... Warte mal, von wem wird das geschrieben? Also von niemandem. Press to place a wait. Also ich habe bestimmt schon mal nach unten gedrückt und das Ding wieder verballert. Aber wenn er mich Sunshine nennt, dann muss das doch eine Frau sein, oder? Oder das ist so ein Full-Time-Homo. Ich weiß es nicht. Oder kann ich das Gewicht überhaupt... Ah, okay, ich kann das glaube ich nicht überall hinsetzen. Alles klar, ich wollte hier reingehen. Da ich das jetzt erzählt habe, habe ich jetzt alles erzählt, drei Leute. Ach so, ja genau, es haben, zumindest an der alten Version, ich weiß nicht, wie viele am Remake jetzt gesessen haben, am Original haben drei Leute gesessen. Die haben die Grafiken gemacht, die irgendwie besser aussahen vor dem Remake, aber das ist meine Geschmackssache. Die haben die Musik entwickelt, die haben das ganze Spiel sich ausgedacht, programmiert, bla bla, und es ist so gut. Es ist so der Wahnsinn. There is a hot spring on outskirts of the village. On the way to the altar. It's a good way to rest your bones. Okay. Es ist ein guter Weg, sich die Knochen zu brechen. Was zur Hölle? Was gibt's denn hier? Ach, das da oben war bestimmt der Häuptling oder so. Adventure Time, eh? Better stock up. Wenn du mir sagst, was du mir hier verticken willst. That's the buckler. I keep your hide safe from shots from smaller type beasties. I take it. Ich weiß nicht, was genau das jetzt bringt, aber es ist ja auch völlig egal. Ich stecke ja gerade so mit Kohle voll. Aber es ist wie bei jedem Spiel. Der Held geht los und denkt sich, ich brauche kein Geld mitnehmen. Ich finde bestimmt auf der Straße was. Und na gut, er findet wie immer auf der Straße was, aber... Ich weiß nicht, ob das wirklich eine vernünftige Art und Weise ist, mit sowas umzugehen. Stirb! Und tschüss, Vogel. So, jetzt kann ich hier ein Gewicht draufsetzen und es... Ich fall runter. Okay, alles klar. Ja, tschüss! War schön mit euch. Adieu, vertraute Welt. Ich befürchte immer noch, dass ich demnächst sterbe. Und der Opa schickt mir wieder eine E-Mail. What's up? You see that square box looking thing by the entrance to the ruins? Try pushing it. There's something similar inside the ruins that you can push as well. If something looks suspicious, don't just sit with your weapon. Try pushing it later. Was mach ich jetzt damit? Ja, das hat mir der Opa nicht gesagt. Ah ne, das ist Pause.
So. Ich probiere alle Tasten aus, aber... ich kann damit nichts machen. Tapper. Okay, wir rennen einfach weiter. Errungenschaft freigeschaltet. Willkommen in Laulana. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Ich dachte, der fällt da ein bisschen schneller runter. Kann ich dich nicht töten? Ah, okay. Hier liegt schon der erste Tote begraben. Was kann... ich muss die doch irgendwie lesen können, diese Tafeln. Scheinbar nicht. Fledermaus? Ich hoffe, dass das hier nicht so eine Fledermäuse sind, die so total random fliegen. Auf jeden Fall fliegen sie nicht zu schnell, dass man sich denkt, hör auf damit. Sondern einfach nur... Scarlet Orb. Ich habe mehr Leben bekommen, glaube ich. Kann sein, dass ich mich irre, aber... was hast du denn jetzt schon wieder zu melden? Don't you feel stronger holding that orb? Oh, ja, doch ein bisschen, ich glaube schon. Hey, there, it's me. I thought you might have opened a treasure chest at the gate of guidance by now and decided to email you. The item inside the treasure chest is called the Sacred Orb. It's a secret treasure that gives you strength. Your strength increases just by having it. Don't eat it. Okay, ich soll es nicht essen. Also er meinte halt, wir bekommen mehr Stärke, also quasi Leben, wenn wir so ein Ding also wir sollen es nicht essen, weil es ausreicht, wenn wir es nur bei uns tragen. Stirb, Skelett, stirb! Safe, okay, ich konnte speichern. Jetzt weiß ich schon mal, wofür die Dinger da sind, aber wie habe ich das gerade ausgelöst? Ich habe nach unten gedrückt, okay. Aber dann müsste ich doch eigentlich auch diese komischen Platten da mit... hier da diese Gebetstafeln lesen müssen, können müssen, was auch immer. Jo, wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Gekonnter Sprung nach links. Und wo waren jetzt hier unsere Freunde, die Tafeln? Nö, will er nicht lesen. Will er dezent nicht lesen. So ein Arsch. Okay, dann würde ich sagen... Fledermaus? Hallo! Dann würde ich sagen, begeben wir uns nach... Lass mich in Ruhe, Fledermaus. Lass mich in Ruhe. Böse Fledermaus. Achso, warte mal. Ich wollte eigentlich da oben lang, ne? Na gut, dann müssen wir nochmal zurückgehen. Ich meine, es ist ja erst das 10. Mal, dass ich jetzt hier diesen Screen besuche und nach links oder rechts laufe. Aber wir machen das nur, um es mal mit etwas Abwechslung erreichen zu können. So, und jetzt Kontersprung hier rüber. Wunderbar. Easy peasy. Und da bekommen wir wieder ganz viel Geld. Und bei den Skeletten scheint man nichts machen zu können. Ich hätte echt irgendwie gedacht, da gibt es ein Geheimnis oder so. Was ist hier? Ich weiß es nicht. Machen wir das noch das hier kaputt? Da war nichts drin. Okay. Wo geht's denn hier lang? So, blop, 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 blop. Elefanten! Die auf ihren Rüsseln hüpfen. Warum macht ihr das? Elefanti! Hä? Okay. Ich will das lesen können. Warum kann ich das nicht lesen? Ah, ist mir egal. Wird nur mehr verwirrendes Englisch, was ich eh wieder nicht verstehe. Bam, bam, bam! Kann ich das wegschieben? Das sieht nicht danach aus. Da oben ist ein Auge. Es beobachtet mich. Nicht direkt. Oh, da waren Spikes. Mensch, ja, Spikes ignoriert und erstmal direkt auf die Fresse gekriegt. Das hier ist eine Wand. Warte mal, ich kann hier ein Gewicht drauflegen. Aha, okay. Bam, bam, bam. So. Okay, wir haben Schatzkisten gefunden. Warum kann ich da nicht mehr... ich muss nicht nochmal hier runtergehen. Na, super. Machen wir das einfach mal... warte, wie komme ich denn da hin? Also es steht bestimmt hier drauf, auf dem Ding, was ich nicht lesen kann. Warte mal. Jetzt mal abgesehen davon, wie soll ich da hinkommen? Hallo, Spiel. Was machst du? Elefanti. Hallo.
stirb! Bam, 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 okay. Wir haben 3 Leben dazu bekommen, allerdings verliere ich, glaube ich, genauso viel wieder direkt. So, macht das kaputt. So, was mir fehlt, ist irgendwie... Ah, das fehlt nicht, das muss nicht sein. Was haben wir hier? Löwe! Also allgemein genommen ist es kein Löwe, sondern so ein Dings, dessen Namen ich mal wieder vergessen habe, weil ich ein unglaublich gutes Namensgedächtnis habe. Was ist das denn? Achso, das lebt gar nicht. Jetzt haben wir allerdings kein Gewicht mehr, um da Dingsbums dingsen und so zu können. Um hier halt ein Gewicht drauf zu... Die rennen dann nicht immer überall hoch. Warum guckt er mich... Warum guckt mich der Löwe nur an? Nö, er rennt mich direkt um. Okay. Ich vermute mal, dass wir in diese Kiste kommen würden, wenn wir noch ein weiteres Gewicht hätten. Genauso wie wir dann vielleicht nach da reinspringen können. Alles klar. Hui! Dann muss ich jetzt irgendwie ein Gewicht finden und... Fledermaus? Oh, die fliegen echt total random. Alles klar. Na, wieso nicht, ne? Ich kann mich schon mal hier draufstellen, aber wenn ich drauf rumhüpfe, passiert auch nichts. Alles klar. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da runterfallen sollte. Oh, jetzt haben wir hier schon rote Skelette. Und ob das nicht gewagt ist? Warte mal. Ach so. Hier war ich doch schon mal, oder? Ja, hier war ich schon mal.